Willkommen auf unserem Kanal. Hier veröffentliche ich Testberichte über die besten Elektronik- und Haushaltsgeräte. Heute habe ich den DreamyBot W10 Saugroboter im Test. Haben Sie etwas über dieses Modell zu sagen? Schreiben Sie es gerne in den Kommentaren und wenn Sie mit dem Gedanken spielen, sich dieses Gerät zu kaufen, schauen Sie sich gerne die Links in der Beschreibung unter dem Video an. Dort finden Sie den aktuellen Preis und die Verfügbarkeit im Handel. Genug geredet, kommen wir nun zum Testbericht. Geht hart gegen Schmutz vor und ist einfach zu handhaben. W10 ist mit zwei rotierenden Wischmops und einer maximalen Saugleistung von 4000 PA ausgestattet und bekämpft gleichzeitig Schmutz und hartnäckige Flecken. Die Anwendung von 10 Newton Druck auf Pads, die sich 180 Mal pro Minute drehen, sorgt dafür, dass Flecken gründlich gereinigt werden. Automatische Reinigung und Selbstreinigung. Wenn die Wischpads verschmutzt werden, kehrt W10 automatisch zur Selbstreinigungsbasis zurück. Die Pads werden mit Wasser besprüht und drehen sich dann schnell gegen kleine Rinnen, um Schmutz zu entfernen. Unterdessen legt eine Düse am Boden der Basis das Schmutzwasser in den Abwassertank ab, um eine Kreuzkontamination zu verhindern. Autotrockensystem verhindert Schimmel. Nach dem letzten Wischen kehrt W10 zu seiner Basis zurück. Der Wischmob wird gewaschen und dann mit heißer Luft getrocknet, um das Wachstum von Schimmel oder Bakterien zu verhindern. Große Kapazität, große Reichweite. Zwei 4-Liter Wassertanks, einer für sauberes Wasser und der andere für schmutziges. Es ist nicht notwendig, das Wasser häufig nachzufüllen oder zu entleeren. Mit einem massiven 6400 mAh Akku reinigt W10 mit einer einzigen Ladung bis zu 300 Quadratmetern. Abzielen, messen, Karte erstellen. Dank eines aktualisierten, LiDAR-basierten SLAM-Navigationssystems aktualisiert W10 eine Karte der Umgebung 12-mal schneller als zuvor, selbst im Dunkeln. Außerdem werden systematische Reinigungswege angelegt und bis zu 3 Grundrisse gespeichert. Ich habe mir die Bewertungen von echten Nutzern angesehen und die wichtigsten Beschwerden hervorgehoben. Die App hat noch zu wenige Optionen. Der Schmutzbehälter ist zu klein. Und hier ist, was den Kunden am besten gefallen hat. Die Tanks sind gut zu reinigen, die Pflege ist sehr einfach. Der Sauger findet zudem immer in die Station. Die Bedienung ist auch einfach mit den Tanks. Der Roboter erstellt selbst eine Karte. Die App ist sehr schnell. Kanten und Ecken werden fast 100% gereinigt. Saugleistung ist gut. Der Test für den DreamyBot W10 Saugroboter ist nun abgeschlossen. Ich möchte Sie daran erinnern, dass Sie in der Beschreibung unter dem Video Links zu den besten Preisen von diesem Produkt finden. Stellen Sie Ihre Fragen in den Kommentaren und teilen Sie uns Ihre Meinung mit. Wenn Sie das Video nützlich fanden und es Ihnen gefallen hat, abonnieren Sie gerne unseren Kanal, um keine neuen Videos zu verpassen. Wir sehen uns bald wieder.